Deutsche und Polen. Zwei Nachbarn mit gepflegten Beziehungen, Vorurteilen und Klischees. Doch das, was jetzt in Polen passiert, hat mit den üblichen Klischees nicht viel zu tun. Nach dem Machtwechsel in Warschau wird das Verfassungsgericht umgebaut. Unbequeme Journalisten verlieren ihren Job. Kritische Töne sind aus der EU und aus Deutschland zu hören, doch diese Kritik, gerade von deutscher Seite, kommt in Polen überhaupt nicht gut an. Polnische Zeitungen sprechen von Propaganda, zeigen Merkel in Hitlerpose. Deutsche und Polen, zwei Nachbarn, die lange Zeit gut ausgekommen sind. Und jetzt? Aleksandra Rybinska, Journalistin aus Warschau. Sie sagt, das deutsch-polnische Verhältnis sei deshalb so angespannt, weil die PiS-Regierung in Warschau ihre Auslandspolitik neu ausgerichtet hat. Das sei für Deutschland eben unbequem. Ulrich Adrian, ehemaliger Warschauer Korrespondent der ARD, widerspricht. Es sei Kaczynski mit seiner Partei Recht und Gerechtigkeit, der Polen in Europa wieder in die Isolation führt. Und Hermann Winkler, sächsischer Europaabgeordneter, meint, die Polen haben gewählt und das müssten wir respektieren. Allerdings gelten bestimmte Werte und Solidarität in Europa, nicht nur beim Geldverteilen. Herr Adrian, wie sehen Sie es? Ist das Verhältnis, das deutsch-polnische Verhältnis am Gefrierpunkt? Ist es frostig? Ja, es ist frostig, es ist zerrüttet. Und aus Ihrer Sicht eindeutig die Schuld auf der polnischen Seite? Naja, was da geschehen ist, hat mit Demokratie, mit Achtung der Minderheitenrechte sehr wenig zu tun. Und das wird die EU in den nächsten Wochen, glaube ich, feststellen. Der Europarat hat es ja heute schon festgestellt. Mhm. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Die Stufe 1 ist, man beobachtet. Die Kommission macht jetzt ein Gutachten. Das wird voraussichtlich im März dann vorgestellt. Zweiter Schritt, man spricht mit dem entsprechenden Mitgliedstaat, also mit den Polen. Man bespricht dann, was fällt uns auf? Sind Dinge der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus und bestimmter Dinge auch klar geregelt. Und erst wenn dann keine Einigung in diesen Gesprächen erfolgt, in dem Dialog, wie es ihn auch mit Ungarn damals gegeben hat, erst dann kommt nach § 7 dann die Möglichkeit, zum Beispiel Entzug des Stimmrechts oder Sanktionen. Aber das braucht auch ein bisschen Zeit, finde ich. Aber also alles gar nicht so schlimm, wenn man Herrn Winkler zuhört. Also in Warschau ist das ja nicht mit Begeisterung aufgenommen worden. Eine solche Äußerung... Ist auch schwierig, dass das mit Begeisterung aufgenommen wird. Ich meine, das Rechtsstaatsverfahren. Ja, das Rechtsstaatsverfahren. Gut, wir konnten das Rechtsstaatsverfahren nicht verhindern. Es ist in Gang gesetzt worden. Die Europäische Kommission, ich sehe darin jedenfalls weniger eine Sorge um die Demokratie in Polen, als grundsätzlich ein Versuch der Europäischen Kommission, sich mehr Kompetenzen anzueignen, die eigentlich laut europäischer Verträge nicht zustehen. Das beobachten wir schon seit einigen Jahren und die Europäische Kommission versucht immer wieder bei solchen Gelegenheiten, es gab ja vorher die Gelegenheit, Ungarn, da hat das etwas weniger gut funktioniert. Da hat man sich etwas, als sich die Kommission das spät eingeschaltet. Aber es ist immer der Versuch, ein bisschen Kompetenzen zu erweitern. Ja, man hörte dann auch. Das Verfahren aber noch gar nicht. Das ist erst das 2014. Jetzt gibt es das und man hört dann schon von Herrn Oettinger, dass man vielleicht die polnische Regierung der Europäischen Kommission die polnischen Gesetzesvorlagen vorlegen sollte, damit die Europäische Kommission sie beurteilt. Das heißt, eine nicht gewählte Kommission, sondern eine ernannte Kommission, die nicht demokratisch gewählt ist, wird Gesetze beurteilen, die ein demokratisch gewähltes Parlament. Das ist kein Widerspruch. Aber also, immerhin hat sich Polen mit dem Beitritt zur Europäischen Union auf gewisse Werte eingelassen, die unterschreiben. Unverständlich. Das sind die europäischen Verträge und deshalb, das müssen Sie dann schon akzeptieren, unsere Nachbarn. Frau Rybinska, Sie nehmen sehr gerne jedes Jahr 12,4 Milliarden Euro. Polen ist der größte Nettoempfänger. Sie bekommen unheimlich viel Geld von der EU. Das gönne ich Ihnen, das brauchen Sie auch. Aber dann können Sie nicht sagen, die positiven Dinge gerne, aber die negativen Dinge, also bitte nicht, da Finger weg. Ja, ich kenne das Argument. Das Argument kommt meistens bei der Flüchtlingsfrage. Ich bringe es jetzt schon. Ja, soweit ich mich erinnern kann, war keine Konditionalität an diese EU-Fördermittel gebunden, als man das in den Verträgen entschieden hat. Natürlich steht es Ihnen frei, die Verträge neu zu verhandeln. Nur ich fürchte, dann fällt die Europäische Union auseinander. Aber bitte, der Weg ist frei. Kurz nach dem Regierungswechsel in Warschau wurde im Eilverfahren der Umbau des Verfassungsgerichts verabschiedet. Kritiker meinen, mit den Veränderungen werde Polens höchstes Gericht de facto außer Kraft gesetzt. Bislang galt, von den 15 Verfassungsrichtern müssen 9 anwesend sein. Kam unter diesen eine einfache Mehrheit zusammen, konnten sie ein Urteil fällen. Nun müssen von den 15 Verfassungsrichtern 13 anwesend sein. Und diese brauchen für eine Entscheidung dann eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt,
Für das polnische Verfassungsgericht wird es nun viel schwieriger, zu einem Urteil zu kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Gericht die Klagen nicht mehr nach ihrer Wichtigkeit behandeln kann. Künftig müssen die Fälle in der Reihenfolge abgearbeitet werden, in der sie eingereicht wurden. Die Folge: über wichtige Klagen könnte erst mit großer, teils jahrelanger Verzögerung geurteilt werden. Und offensichtlich hat ja Polen, 2014 ist diese Regelung beschlossen worden, damals ja nichts dagegen gehabt, so ein Verfahren in Gang zu setzen. Also an dem Verfahren an sich dürften Sie ja jetzt wenig Kritik üben. Das ist richtig, nur das ist die vorherige Regierung gewesen, die da nichts dagegen hatte. Die vorherige Regierung, die Bürgerplattform, die 8 Jahre lang regiert hat, wenn ich also zum Beispiel jetzt höre, in Polen ist der Pluralismus der Medien gefährdet es gibt Veränderungen in den Staatsmedien, die gab es unter der Bürgerplattform auch, es hat kein Hahn danach gekräht. Meine Kollegen sind alle entlassen worden aus dem staatlichen Fernsehen, weil sie politisch nicht in den Kram gepasst haben. Als die Bürgerplattform 2007, regiert hat, richtig. Es hat auch die Bürgerplattform den Inlandsgeheimdienst in die Redaktion des Wochenmagazins Prost geschickt, dass diese Abhöraffäre die Protokolle irgendwie bekommen hat und hat die gedruckt. Also es war eine Abhöraffäre. Man hat Politiker abgehört, richtig, den Innenminister. Und dieses Magazin Prost hat diese Protokolle gedruckt. Daraufhin kam der Inlandsgeheimdienst in die Redaktion. Da war die Hölle los. Die haben versucht, dem Chefredakteur seinen Laptop zu entreißen. Quellenschutz. Die wollten wissen, wer dem diese Dokumente gegeben hat. Und da sind Abgeordnete angereist, die haben den Mann verteidigt, da war die Hölle los. Hat kein Hahn bei der Europäischen Kommission nachgekriegt. Es ist auch im Fernsehen übertragen worden, muss man noch sagen. Also wenn es wirklich darum ginge, die Demokratie zu schützen, wenn es wirklich darum ginge, dann hätte sich irgendjemand dafür interessiert. Man hat versucht, darauf aufmerksam zu machen, die damalige Opposition, die Recht und Gerechtigkeit, obwohl das Prost gar nicht mit der Recht und Gerechtigkeit irgendwie verbunden ist, weder ideologisch noch sonst wie, hat sich kein Mensch dafür interessiert. Denn die Regierung der Bürgerplattform war sowohl für die liberalen Eliten in Brüssel als auch für Berlin bequem. Dementsprechend hat man über solche Dinge hinweggesehen. Herr Adrian, trotzdem noch mal, möchte ich noch mal diesen Gedanken aufgreifen. Gut, dieses Rechtsstaatsverfahren gibt es erst seit 2014, aber in der Tat hat die Europäische Union, haben Journalistenverbände beispielsweise, damals, als diese Vorfälle in Warschau, als es die auch gegeben hat, die Augen zugedrückt. Nein. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es so einen Aufschrei gegeben hat. Die ARD hat selbstverständlich über diesen Fall berichtet. Ich bin ja nicht die Peace-Partei. Ich verteidige dich jetzt notgedrungen. Ich sage nur das, was ich von den Polen ganz jetzt erwarte. Wenn ich jetzt die Peace an deren Stelle mich stelle, und die haben 8 Jahre lang, war das Staatsfernsehen von Bürgerplattform-Propagandisten besetzt, weil ich würde diese Personen nicht Journalisten nennen. Und die haben Propaganda betrieben, indem sie zum Beispiel, wenn sie jemanden von der Peace eingeladen haben, dann waren 4 andere Gäste da, die haben auf den eingeschlagen, praktisch verbal. Das wurde 8 Jahre, dann würde ich die Leute auch auswechseln. Die haben ja nicht alle ausgewechselt. Wir haben die schlimmsten Propagandisten ausgewechselt. Das sind vielleicht 10 Personen, 12. Dann kommt im Juni ein neues Mediengesetz und es sollen die Medien durch ein Konkursverfahren. Es wird einfach eine Ausschreibung, es kann sich jeder melden und dann werden die Journalisten so ausgewählt. Und wahrscheinlich wird die Mannschaft, die jetzt eingestellt wurde, um diese Änderungen durchzuführen in den Medien, man nennt das Säuberung in der liberalen Gazeta Wyborcza, die werden wahrscheinlich alle im Juni ausgewechselt. Das heißt, es ging nur darum, um diesen Propaganda-Element aus den Medien rauszuschaffen und nicht darum, um dort also den Pluralismus zu töten. Auch hier werden die öffentlich-rechtlichen Sender durch einen Rundfunkrat kontrolliert, der zugleich für die Ernennung von Intendanten zuständig ist. Doch das neue Mediengesetz entmachtet den Rat. Für die Ernennung und Abberufung von Intendanten und Direktoren ist nun der polnische Finanzminister zuständig, also ein Regierungsvertreter. Würde in Deutschland das polnische Mediengesetz gelten, dann könnte Finanzminister Wolfgang Schäuble bestimmen, wer Intendant wird und wer seinen Posten räumen muss. Und das wäre jetzt eigentlich in Deutschland unvorstellbar. Und es sieht doch so aus, Frau Rubinska, als ob das dann doch ein kräftiger Schritt noch weiter ist. Dass man nicht das Gleiche in Deutschland macht. Ist das unvorstellbar. In Spanien ist es die Parlamentsmehrheit, die Intendanten bestimmt und die Chefs vom Staatsfernsehen. Da haben auch die spanischen Journalisten protestiert vom spanischen Staatsfernsehen. Sie haben auch Briefe geschickt nach Brüssel. Es hat auch keinen interessiert. Offensichtlich interessiert Brüssel nur Polen. Das ist sehr interessant. Also ich finde das sogar immer interessanter. Mit jedem Tag, der vorbeigeht, finde ich es immer interessanter. In Spanien ist das so, das ist auch in Frankreich zum Beispiel, unter Sarkozy wurden direkt vom Präsidenten die Intendanten benannt.
nominiert. Und jetzt haben die, Hollande hat ein anderes Verfahren eingeführt, das sollte demokratischer sein, aber im Endeffekt hat er das dann erwirkt, dass die Person Intendant wird, die er wollte. Und der Unterschied ist nicht die Ernennung der Intendanten. Sie hat völlig recht, das ist so in diesen Ländern, nur in Deutschland nicht. Aber nirgendwo, weder in Frankreich noch in Spanien noch in Holland, wo das auch gemacht wird, gibt es nationale Kulturinstitute aus öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das nationale Kulturinstitut ist der Schlüssel. Das ist kein normaler Fernsehsender mehr, der über Aktualität berichtet. Das ist ein nationales Kulturinstitut. Also ich glaube, da hängen wir uns an Semantik fest. Und ich glaube, das liegt darin, dass das Wort National und Patriotismus, diese beiden Wörter in Polen, keine negative Konnotation haben. Und ich glaube, in Deutschland durchaus. Die Peace geht nach Brüssel. Sie hat ja auch Abgeordnete in Brüssel, wo sie jetzt auch sind. Und sie bildet keine Fraktionsgemeinschaft mit der EVP, also mit den Christdemokraten, was man ja vermuten könnte. Nein, sie macht eine Koalition mit, ich habe es mir extra mal rausgeschrieben, den englischen Tories, der AfD, der Alpha, das ist diese Lucke-Partei, und der Familienpartei in Deutschland. Das ist die Koalition. Das sind Rechtspopulisten, das sind Nationalkonservative. Ich weiß, Sie finden das nicht schlimm. Für mich ist der Begriff nationalkonservativ ebenfalls nicht negativ behaftet. Also wenn man natürlich, wenn ich liberal wäre und ich wäre eher dem linken Spektrum zuzuordnen, dann würde ich das wahrscheinlich negativ sehen. Also wir haben einfach verschiedene Sichtweisen. Also ich sehe auch in den britischen Tories keine Gefahr für Europa, die Demokratie im Allgemeinen, und sehe nichts Schlimmes daran, dass wir uns mit denen in einer Fraktion, oder die Peace mit denen in einer Fraktion ist. Ich verstehe das alles gar nicht. Wie stuft Peace das Verhältnis zu Europa ein? Sie sind eher etwas europakritischer? Nein, sie sind furchtbar proeuropäisch. Das ist ja grauenhaft. Das ist es ja gerade. Ich bin Euroskeptiker zum Beispiel persönlich. Ich bin furchtbar euroskeptisch. Ich finde die Peace grauenhaft, weil die sind so proeuropäisch. Folgendes Titelbild gebracht. Da sehen wir die Kanzlerin und Herrn Oettinger und Herrn Scholz in Wehrmachtsuniform, und die öffnen den Schlagbaum nach Polen. Das ist eine Fotomontage, und der eine oder andere, der wird es erkennen, das zugrunde liegt ein Foto von 1939, als Deutschland damals Polen überfiel, und dann drunter steht, die Deutschen greifen wieder Polen an, wenn ich das richtig übersetze. Das ist dann schon starker Tobak, oder? Ja, also damit verkauft man so, mit sowas verkauft man Zeitungen. In Polen gibt es eine Tradition, seit eigentlich der Kommunismus vorbei ist, dass man starke Titelbilder macht. Und das hat sich so etabliert. Und sowohl die Zeitung als auch die Wochenzeitschriften, die Magazine, die versuchen sich da gegenseitig zu übertrumpfen. Also ich habe ja wirklich blödere Titelbilder gesehen, ganz ehrlich gesagt. Also eins, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war Donald Tusk, der irgendwie vorn übergebeugt war, und hinter ihm stand Angela Merkel mit einem Gummihandschuh. Also sowas zum Beispiel. Und sowas, damit verkauft man einfach mehr Ausgaben einer Zeitung oder einer Zeitschrift, und man übertrumpft, das ist so eine Art Konkurrenz zwischen den Zeitschriften, wer schafft mehr. Warum ist das notwendig, dass man, also die Deutschen werden immer stigmatisiert als entweder sie sind Nazis, auch 75 oder mehr als 70 Jahre nach Kriegsende sind es immer noch die Nazis. Geben die Deutschen wirklich Anlass dazu? Ich glaube, sie geben schon Anlass dazu. Ich möchte nicht sagen, die Deutschen, ich verallgemeinern wir nicht. Also sagen wir nicht die Deutschen. Ja? Es gibt, wir dann sprechen konkret jetzt von die deutsche Bundeskanzlerin. Ich würde auch nicht die deutsche Bundeskanzlerin hier irgendwas bezichtigen. Ja? Das ist, ich denke, es gibt bestimmte deutsche Politiker, die es, wie auch Sie schon sagten vorher, die es für nötig erachten, bestimmte Aussagen zu machen, wie zum Beispiel unter Aufsicht stellen. Oder ich bin auch ehrlich gesagt bei einem Interview beim Deutschlandfunk, hat mich auch der Journalist ganz ernsthaft gefragt, ob ich denn nicht meine, dass Polen als Land, das noch nicht so gut die Demokratie beherrscht, und Deutschland als erfahrenes Land, uns nicht zeigen sollte, wie wir bestimmte Sachen machen sollten, und dann einfach uns da so an die Hand nehmen sollte. Und solche Fragen werden ernsthaft gestellt. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn die Reaktion so aussieht. Und ich glaube, in Griechenland hat man ganz ähnliche Dinge gesehen, als Griechenland tatsächlich unter Aufsicht gestellt worden ist. Ich glaube, Deutschland ist das stärkste Land in Europa, sowohl wirtschaftlich als auch politisch im Augenblick noch. Was natürlich dazu führt, dass das, was aus Deutschland kommt, mit etwas weniger, mehr Argwohn betrachtet wird. Solche Aussagen, wie auch Herr Oettinger und Herr Scholz und so weiter gemacht hat, darauf reagieren die Polen allergisch. Der Effekt ist gar nicht der, dass die Polen als Volk an sich jetzt Deutschland negativer gegenüberstehen, sondern sie sind eher euroskeptischer geworden. Denn man muss dafür nicht vergessen, das sind Europapolitiker vor allen Dingen in erster Reihe, die solche Aussagen treffen. Brüssel hat dieses Verfahren gegenüber Polen eröffnet. Mhm. Und das Problem ist, ich glaube, was man nicht begreift in Brüssel ist, das ist genau das Gegenteil. Also der Effekt ist genau
Nicht der, den man erreichen will. Das heißt, man möchte, dass die Polen sich eben wirklich auch mit Europa verbunden fühlen. Und mit solchen Verfahren und solchen Verhalten erreicht man das genaue Gegenteil. Und ich, wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann sagen die alle, raus aus der EU. Sie dürfen eins nicht vergessen in diesem Zusammenhang. Die PiS ist, und es gibt 40 Millionen Polen, von 5,7 Millionen Wählern gewählt worden. 5,7 Millionen, das ist 14% der Gesamtbevölkerung. Ja, die Bürgerplattform wurde von 6,3 Millionen Polen gewählt, weil da war die Wahlbeteiligung auch bei 50%. Ja, darin bitte Sie. Also nee, kommen wir nicht mit diesen Argumenten. Wir haben in Polen Millionen nie mehr als 50% Wahlbeteiligung. Sie können nicht einfach behaupten, Sie sprechen für ganz Polen. Das tun Sie nicht. Sie versuchen gerade, Sie demokratische Wahlen in Frage zu stellen, indem Sie auf die Frequenz. Sie sagen, im Grunde genommen hat die PiS ja gar keine demokratische Legitimisierung. Doch, das hat sie. Sie hat die Wahl gewonnen. Da bin ich bei Herrn Winkler. Sie hat durch einen unglaublichen Glücksfall die Wahl gewonnen. Sie hat mit 37% der Stimmen. Doch, nein, weil sie die Bürgerplattform eine hat die Wahl verloren, haben. Weil sie sich bereit erklärt hat, Flüchtlinge aufzunehmen. Das war ein großer Fehler der Bürgerplattform. Mhm. Das haben mir ganz viele Wähler gesagt. Leute sind auf mich zugekommen, weil ich ja immer in dieser Flüchtlingsfrage recht skeptisch aufgetreten bin. Leute auf mich zugekommen, ich habe immer die Bürgerplattform gehört, alle dieses Mal nicht. Und wegen der Flüchtlinge? Wegen der Flüchtlinge, das ist das eine. Das andere ist, es überzeugt wirklich junge Polen nicht, die heute, weiß ich nicht, 20 Jahre alt sind, den Kommunismus nicht mehr kennen, dass man ihn ständig wiederholt. Heute lebt es sich besser. Ihr lebt besser als 1985. Daran erinnern die sich nicht. Ja, die fahren nicht. Nach Deutschland, die fahren nach Deutschland und sehen, aber ich lebe schlechter. Ja. Und damit hat die Bürgerplattform die Wähler leider nicht überzeugt. Und darum hat sie die Wahlen verloren. Wir haben es gerade gesehen, die Menschen sagen selbst, wir profitieren von der Europäischen Union. Und trotzdem, immer wenn es dann um Europa geht, dann sagen sie, naja, wir sind aber Polen, wir denken sehr national. Ist das nicht doppelzüngig? Warum ist das doppelzüngig? Also steht irgendwo in den EU-Verträgen, dass wir unsere Souveränität komplett aufgeben sollen? Nein, aber wenn es Geld gibt, dann nein, ist man ganz unsolidarisch. Europäisch. Schauen Sie, ich bin ganz ehrlich, ja, ich sage, es ist unsolidarisch. Genauso unsolidarisch war Deutschland, dass es das erste Nord Stream Pipeline Projekt durchgeboxt hat gegen unsere Interessen. Es hat Polen sehr geschadet und jetzt wird das zweite Nord Stream Pipeline Projekt. Das ist eine Gasleitung, die zwischen Russland und Deutschland. Jetzt arbeitet man an Nord Stream 2. Also ich finde es interessant, dass Deutschland davon ausgeht, Deutschland Solidarität braucht. Dann muss diese Solidarität. Nein, ich finde nicht nur Deutschland. Ich finde, wir reden in Europa. Wir reden über die Solidargemeinschaft Europa. Und ich finde das ein prima. Das geht in beide Richtungen. Polens ein bisschen mehr Hilfe wird da so nicht viel nützen, Geld wenn wir uns die Situation im Augenblick anschauen, weil da bockt auch Österreich. Also im Augenblick will da niemand mitmachen. Das liegt aber ein bisschen daran, dass es einige Länder gibt, zum Beispiel Polen, die überhaupt nicht mitmachen. Sie bekommen jetzt die ersten 100 Flüchtlinge im März. Polnische Bevölkerung, das wissen Sie sicherlich, Herr Adrian, möchte keine Flüchtlinge haben. Und ich sagte bereits, das, dass die Bürgerplattform deswegen unter anderem die Wahlen verloren hat. Ja. Und ich glaube, wenn eine Regierung muss vor allem erstmal ihre eigenen Bürger sich kümmern und was die wollen oder nicht wollen, wenn sie vor allem wiedergewählt werden möchten. Frau Rubinska, dann sagen Sie mir bitte mal eins. Wollen Sie denn wieder den eisernen Vorhang quer durch Europa? Sollen wir die Grenzen dicht machen, mit Schießbefehl möglichst? Und dann würde ich gerne wissen, auf welcher Seite des eisernen Vorhangs wollen Sie denn dann leben? Also ich würde das jetzt nicht mit dem eisernen Vorhang vergleichen. Ja, was heute in Mazedonien passiert ist an der Grenze mit Tränengaseinsatz und den deutschen Politikern vom rechten Rand, die jetzt schon Schießbefehle fordern. Also Mazedonien hat die Flüchtlinge nicht eingeladen, Herr Adrian, das hat Frau Merkel getan. Und wenn man sich Gäste nach Hause einlädt, dann muss man sich um die Gäste kümmern und nicht versuchen, sie den Nachbarn zuzuschieben. Frau Merkel, wenn ich hat Gäste eine zu Hause offene habe, Grenze dann klingel ich nicht beim Nachbarn und versuche, die Gäste dort unterzubringen. Sie hat eine offene Grenze offen gelassen und ehrlich gesagt sind mir Politiker lieber, die nicht alles mit dem Kopf machen, sondern ab und zu auch mal ihr Herz einsetzen. Ja, denn aber nicht jeder ist damit einverstanden. Es gibt Menschen, die sehen das anders. Es ist ein europäisches Problem. Wir können diese Leute nicht zurückschicken. Es ist kein europäisches Problem. Das sehe ich überhaupt nicht. Das heißt, also die Flüchtlinge möchten sowieso nicht nach Polen. Das ist das Erste. Wir haben hier leider sehr niedrige Sozialleistungen, die natürlich die PiS-Regierung jetzt etwas aufstocken möchte. Aber die sind immer noch äußerst niedrig. Wir sind ein Billiglohnland. Das wäre deswegen übrigens möchten der die zweite Flüchtlinge Schritt. Ganz, einheitliche ganz furchtbar Sozialleistung gerne nach Deutschland. Für alle Flüchtlinge in ganz Europa. Das wäre gut. Und wir hatten 1000 Syrer aufgenommen. Die hatten wir bereits aufgenommen. Das waren Christen. Die sind bei Nacht und Nebel alle nach Deutschland weitergefahren. Ohne ein Wort zu sagen. Denen waren einfach das Geld, das sie bekommen haben. Sie haben sich beschwert, das war zu wenig. Ja. Wir konnten uns nicht mehr leisten. Was die Flüchtlingsfrage anbetrifft, also ich sehe da wirklich, also ich habe da schon Ängste mit, weil es sieht so aus, als würden wir auf die Katastrophe zusteuern. Da bin ich ganz ehrlich. Herr Winkler, Frau Rubinska, das, was ich am meisten an den Deutschen schätze, das ist? Zuverlässigkeit, sicherlich vor allen Dingen.
Das schätze ich an den Deutschen am meisten. Ich habe lange in Deutschland gelebt, habe viele deutsche Freunde und sie sind tatsächlich in ihrer Freundschaft auch sehr ausdauernd, zuverlässig und loyal. Das schätze ich sicherlich an Ihnen. An Deutschland als Land kann ich schwer beurteilen, denn ich müsste jetzt entscheiden, ob ich die politische Ebene beurteilen soll und das ist etwas schwierig.